Ja, naja, auf jeden Fall. Ich fange mal ganz, ganz von vorne an. Als ich das erste Mal in der Sprunghalle war, war es die Faszination, die mich zu dem Sport gebracht hat. Einfach zu sehen, was die anderen Sportler da von 10 Meter machen, das war einfach beeindruckend und hat so diese Lust in mir geweckt, das auch zu können. Ich möchte auch mal von 10 Meter springen und auch diese, naja, Stunts vollführen, wie sie dort die anderen, die älteren Sportler gemacht haben. Und ja, ich habe mit dem Sport angefangen und neben der Faszination kam dann der Ehrgeiz dazu. Ich hatte die ersten kleineren Erfolge und ja, es hat mir dann nicht mehr gereicht, einfach nur die Sprünge zu machen. Ich wollte die Sprünge gut machen, ich wollte sie besser machen als andere und ja, ich habe dafür ein gewisses Talent gezeigt, das mich dann natürlich noch weiter vorangetrieben hat. Und ja, so ganz nebenbei hat sich da so die Leidenschaft eingeschlichen. Einfach diese Liebe zum Sport, die natürlich den Höhepunkt gefunden hat, dann bei den Olympischen Spielen. Als ich 2012 mich dafür qualifiziert habe, war ich unfassbar stolz, unfassbar glücklich auf das, was ich da geleistet habe, was mir da, ja, was ich da erreicht habe, einfach im Sport. Und ja, der 8. Platz, auch ein tolles Ergebnis, was ich mir vorher gewünscht habe. Ich wollte Achter werden und dass es dann auch geklappt hat, ist natürlich toll. Dann möchte man vielleicht meinen, dass die ausgekugelte Schulter das Ganze, die Erinnerung auch irgendwo trübt, aber ich würde eigentlich eher behaupten, dass gerade die Verletzung den Sportler aus mir gemacht hat, der ich heute bin. Und ich würde sowieso behaupten, dass weniger die Fähigkeiten eines Sportlers, sondern auch mehr so die Entscheidungen, die man trifft, ausmachen, wer wir sind, was für ein Sportler wir sein werden. Und ich denke, dieser Moment ist für mich der wichtigste gewesen in meiner Karriere, als ich mich einfach entschieden habe, eben nicht nach dieser Verletzung aufzuhören, sondern weiterzumachen, weiter zu kämpfen, weiter den Traum zu verfolgen, einer der besten Sportler zu sein, den es in diesem Sport gibt. Und ja, ich wurde belohnt, nicht nur mit meinen ersten internationalen Erfolgen, mit einer Silbermedaille von 1 Meter bei der Europameisterschaft oder dann auch nochmal 2 Jahre später zur Europameisterschaft Gold von 10 Meter, sondern auch einfach mit dem Respekt und der Anerkennung von den anderen Sportlern. Weil ich denke, wenn man das schafft, dass man nicht nur in seinem kleinen Kreis ja, dafür respektiert wird, sondern von allen, dann hat man als Sportler, glaube ich, ganz viel geschafft. Und darauf blicke ich auch ja, wirklich voller Stolz zurück. Und dass ich dann natürlich 2016 es nochmal zu den Olympischen Spielen schaffe. Zwar wieder mit Problemen in der Schulter, aber ich war wieder da und konnte mit einem 5. Platz dann auch einfach nochmal beweisen, dass ich da vorne hingehöre. Ja, auch da blicke ich voller Stolz drauf zurück. Als ich danach natürlich meine 3. Schulteroperation brauchte und ich gesagt habe, okay, 10 Meter kann ich nicht mehr, das wird nicht mehr funktionieren, war für mich eigentlich auch klar, okay, ich gehe aufs 3-Meter-Brett runter, ich möchte nicht aufhören, aber vom 3-Meter-Brett werden mich keine großen Erfolge erwarten. Ich wusste, ich werde nur noch mitspringen, ich werde keinen Treppchen mehr auf internationaler Ebene sehen, aber meine Leidenschaft, meine Liebe zum Sport hat mir da einfach gesagt, hey, mach's einfach. Und ich habe weitergemacht und bin da auch völlig zufrieden mit meiner Weltmeisterschaft 15. Platz im Feld gegangen 2019 und wusste, okay, Olympia ist tatsächlich auch nochmal vom 3-Meter-Brett greifbar. Und das war schön, war ein schönes Gefühl, dass das doch nochmal möglich ist. Und dafür habe ich gekämpft.
dafür habe ich nochmal hart trainiert. Anscheinend ein bisschen zu hart, dass ich mich da natürlich an der Schulter unbedingt nochmal verletzt habe. Und ja, zum ersten Mal gab es mal eine Einwirkung von außen, die mir entgegenkam. Corona, ich meine, ist immer noch nichts Tolles und immer noch beschäftigt es uns alle. Aber für mich und durch die Verschiebung von Olympia hat es mir wieder neuen Mut gegeben, neue Hoffnung, dass ich doch nochmal zu den Olympischen Spielen komme. Und nach dieser vierten Schulteroperation, ich trainiere wie ein Wahnsinniger. Also, andere haben gesagt, völlig geisteskrank, was ich da gemacht habe. Aber kann ich auch nachvollziehen. Und ja, ich war so fit, ich war so voller Feuer und Energie und habe es dann tatsächlich geschafft, diesen Weltcup, wo ich eigentlich nur 18. werden wollte, zu gewinnen. Dass ich habe es nicht für möglich gehalten, dass das nochmal geht, dass ich nochmal so ein Gefühl erfahren darf. Das war einfach klasse. Und ja, eine Woche später zur Europameisterschaft durfte ich das Ganze nochmal bestätigen, dass es kein Zufallstreffer war. Und konnte auch meinen Medaillensatz zur Europameisterschaft komplettieren mit Bronze von 3 Meter. Und ja, es war einfach wunderschön. Und das Sahnehäubchen des Jahres waren natürlich die Olympischen Spiele, wo ich auch voller Stolz sagen kann, dass ich da Deutschland ein drittes Mal, ich würde auch sagen, gut vertreten habe, mit einem schönen 7. Platz. Und ja, es war einfach in der Gesamtheit ein tolles, schönes Jahr für mich. Und naja, nach Olympia ist natürlich immer die Frage, wie geht es weiter? Ich hatte angekündigt, dass einen weiteren Olympia-Zyklus werde ich nicht mitmachen. Das schaffe ich körperlich nicht. Und ja, die Entscheidung, muss ich auch sagen, fiel mir überhaupt nicht schwer. Ich denke, ich habe in dem Sport, auch in meiner olympischen Karriere, alles gegeben, viel gezeigt und ja, kann damit mit Frieden auch sagen, dass ich da nicht nochmal zu den Olympischen Spielen fahren werde. Aber wie geht es sonst weiter? Ich habe weiter trainiert. Natürlich habe ich ein paar Wehwehchen, die sind immer da gewesen. Die sind meine ständigen Begleiter seit Jahren. Und naja, mit dem Gedanken im Kopf, dass letztes Jahr so gut war, musste ich für mich einfach die Entscheidung treffen, was kann ich jetzt dieses Jahr leisten, was bin ich in der Lage zu leisten. Und da musste ich einfach für mich einfach auch ganz klar, offen und ehrlich einschätzen, ich werde nicht mehr so gut sein wie letztes Jahr. Das war, ich würde sagen, so mein Peak. Und da war ich einfach in Bestform und diese Form werde ich einfach nicht mehr erreichen. Dann muss man sich natürlich fragen, will man dann an den Start gehen zu Wettkämpfen, wenn man nicht davon überzeugt ist, dass man hier eine vergleichbare Leistung zeigen kann? Und ich habe für mich jetzt die Entscheidung getroffen, dass ich eben nicht an Wettkämpfen dran teilnehmen möchte, wo ich einfach diese Überzeugung nicht habe. Und ja, dementsprechend habe ich mich dann auch zwar schweren Herzens, aber auch irgendwie zufrieden dafür entschieden, heute meine Leistungssportkarriere zu beenden. Ich denke, das kommt jetzt für alle nicht so überraschend. Aber ja, es war natürlich im ersten Moment für mich auch ein bisschen hart, das mir selber so einzugestehen. Wiederum muss ich sagen, es ist schön, diese Entscheidung selbst zu treffen und nicht meinen Körper für mich entscheiden zu lassen. Normaler Sportler hätte wahrscheinlich schon nach London aufgehört. Ich denke, es
gab vier gute Anlässe zu sagen, ich höre jetzt endlich auf mit dem Sport. Aber ich war einfach nicht bereit dafür. Und heute kann ich sagen, ich bin bereit dafür. Es ist meine Entscheidung und hinter der stehe ich auch. Und auch wenn ich natürlich heute ein bisschen traurig bin, habe ich 8 wundervolle Gründe, warum ich eigentlich nicht so traurig bin. Die Gründe heißen Sonja, Finja, Cora, Henny, Tan, Arina, Irina und Hanna. Denn die sind meine Trainingsgruppe, die ich seit Ende des Jahres betreue, die mir ja, ganz viel Spaß und Freude bringen beim Training, mit denen ich auch Wasserspringen einfach nochmal neu erlebe, von einem anderen sehr schönen Standpunkt aus. Und ich bin da auch sehr froh, dass man das Vertrauen in mich setzt, mich da auf einen Beckenrand zu stellen und ja, einfach so eine tolle Trainingsgruppe anzuvertrauen, obwohl ich als Trainer natürlich wenig Erfahrung habe. Ich habe meine Trainerscheine natürlich gemacht und bin natürlich auch, wie ihr wisst, aktuell in der Trainerakademie in Köln. Aber natürlich das Praktische, das muss man erfahren, das muss man erleben und da bin ich dabei und es macht mir sehr viel Spaß. Ich hoffe natürlich, dass bei den Sportlern, die ich betreue, zum einen natürlich, dass sie das auch genießen mit mir. Das müsste man aber dann ohne mich nachfragen, da sind sie vielleicht dann ehrlicher. Aber auf jeden Fall hoffe ich natürlich, dass ich denen helfen kann, ähnliche sportliche Erfolge zu haben wie ich. Und wäre natürlich auch schön, wenn sie sogar noch mehr sportliche Erfolge haben als ich. Denn eins kann man natürlich immer ganz klar sagen, ich war als Wasserspringer nie der Beste. Ich war nie der größte und tollste Springer, den es je gab, den Dresden je gesehen hat. Deswegen hoffe ich vielleicht, als vielleicht der hartnäckigste in Erinnerung zu bleiben, als einer, der nicht so schnell aufgibt und vielleicht damit auch ein bisschen ein Vorbild für die nächsten Generationen darstellt. Ja. Ich würde es dabei erstmal kurz belassen. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne Fragen stellen.